Heute bei Wer weiß denn sowas, das ARD-ZDF-Nachrichtenduell. Christian Sievers im Team mit Bernhard Hoeker. Die spielen gegen Jan Hofer und Elton. Und jetzt geht's los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, wer weiß denn sowas, ist wieder zurück. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ab jetzt, Montag bis Freitag, immer wieder neue Folgen. Gestern eine wunderbare erste Sendung mit Marile Milovic und Walter Sittler. Heute haben wir Christian Sievers und Jan Hofer zu Gast. Wir werden einfach nicht müde. So, jetzt schauen wir mal auf die Zuschauerverteilung. Ich bin sehr gespannt, welchem Team, in welcher Zahl unsere Zuschauer heute das Vertrauen schenken. Hinter Bernhard und Christian sitzen 64 Zuschauer. Hinter Elton und Jan Hofer 62. Und damit sind die Eingangsvoraussetzungen geklärt. Aber eins habe ich noch für Sie. Wussten Sie eigentlich, dass Kokoswasser steril und isotonisch ist und deswegen auch als Ersatz für Blutplasma verwendet werden kann? Ach. Also falls Sie mal, was ich nicht hoffe, in die Situation kommen, Sie wüssten, wie Sie sich zu helfen haben. Hm? So, jetzt werfen wir mal einen Blick auf unsere 12 Kategorien in der heutigen Sendung. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Großbritannien, Physik des Alltags, tierisch-tierisch, unser Körper, Heimat, USA, Auto, das Fragezeichen, Flüsse, Essen und Trinken, Zahlen bitte und Trick 17. So, ihr beide dürft die erste Kategorie wählen, da ihr zwei Zuschauer in dieser heutigen Sendung mehr hinter euch habt. Jede richtige Antwort 500 Euro, für jedes Team ein Publikumsjoker. Und Sie, meine Damen und Herren zu Hause, sind natürlich herzlich eingeladen, mitzuspielen auf unserer ARD-Quiz-App. Können Sie jetzt in der Sendung live mitzocken. Also, auf geht's. Erste Kategorie. Also ich stehe ja so ein bisschen auf das Fragezeichen, einfach von der Grafik her. Aber ich denke, wir fangen damit nicht an, sondern wir machen mal USA. Irres Land. Mhm. Absolut. Und, schauen wir mal, was passiert. Da gibt es viele Möglichkeiten, was man in diese Kategorie reinpacken kann. Hier ist die erste Frage. Der Candy Desk im US-amerikanischen Senat. A. Enthält eine Schublade mit Süßigkeiten für die Senatoren. B. Befördert eine rot-weiß gestreifte Abstimmungsurne. Oder C. Ist der Tisch des ehemaligen Oppositionsführers Mike Muffin. Mike Muffin. Mike Muffin. Also, enthält eine Schublade mit Süßigkeiten für die Senatoren, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, das bringen die selber mit. Wenn die was knabbern wollen, dann haben die ihre eigenen Süßigkeiten dabei, würde ich jetzt mal sagen. Befördert eine rot-weiß gestreifte, das kann ich mir vorstellen. Das könnte das ist sein. So ein Ding, so ein Tisch mit Rollen drunter und rot-weiß gestreift. Das und dann heißt es Candy Desk. Ja, einfach genau. So ein bisschen als... So. Lustiger Name. Ist der Tisch des ehemaligen Oppositionsmanns Mike Muffin. Wenn Muffin, warum dann Candy? Ja, und wenn er nicht mehr dabei ist, dann hat er auch kein Desk mehr. Mike Muffin ist, glaube ich, der Kumpel von Dirk Donut. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit der Abstimmungsurne. Wir nehmen die Abstimmungsurne. Ja? Wir nehmen B. Ja. B. Müssen wir da jetzt draufdrücken? Nee, das macht. Oh. Nein, das macht sich der Computer. Sehr gut. Warum guckst du wie so ein Wackeldackel? Ne? Ich meine, es ist A. Und zwar, ich weiß nicht, ob von den Demokraten oder von den anderen. Die haben hinten einen Tisch, da sind Süßigkeiten drin und da kann sich jeder gerne was rausnehmen. Weißt du, was blöd ist, Elton? Das ist nicht die richtige Antwort. Gut. Nee, es ist nicht deine Frage. Was blöd ist, ist, wenn man die Fragen der anderen richtig beantwortet. Im Jahr 1968 bezog der kalifornische Senator George Murphy einen Schreibtisch in der hinteren Reihe des Plenarsaals im US-Senat. Der Senator war eine Naschkatze und lagerte daher in seiner Schreibtischschublade immer einen Vorrat an Süßigkeiten. Auch seine Kollegen lud Murphy ein, sich zu bedienen. Und so begannen andere Senatoren damit, die Schublade immer wieder zu füllen. Dieser Candy Desk befindet sich heute an Platz 24 und wird von wechselnden Senatoren betreut.
gibt es also immer noch. Ja, hier bleibt es erstmal bei 0 Euro nach der ersten Frage. Da wird sicherlich noch was dazukommen. Und ihr könntet direkt in Führung gehen. Ja, also ich finde, Auto müssen wir eigentlich nehmen. Du kennst dich ja gut mit Autos aus. Essen und Trinken ist auch eine gute Nummer. Trick 7. Aber wir machen mal Auto. Ja, ist okay. Auto. Ist es weg, ja. Warum lassen sich bei vielen fünftürigen Pkw die hinteren Seitenfenster nicht komplett öffnen? A. Es handelt sich um eine vorinstallierte Kindersicherung. B. So bleibt die Fahrstabilität besser erhalten. Oder C. Die hinteren Fenster passen nicht ganz in die Tür hinein. Also, dass die Fenster hinten nicht in die Tür hineinpassen, ist ja bauartbedingt. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Da passt das mal nicht, je nachdem, wie das da ist. Die Fahrstabilität hat mit den hinteren Türen, glaube ich, nichts zu tun. Aber die Kindersicherung, die ist da ganz wichtig. Die haben zwar eine Türsicherung, also Kinder können unter Umständen, das kennt man ja aus dem Taxi, wenn man aussteigen will, ne? Mhm. Geht das nicht? Und damit die nicht rausfallen, wenn die rumturnen, ist das eine Kindersicherung. Ja, C macht auch keinen Sinn. Die, ja. Das sind doch die gleichen Normen. Das kann doch trotzdem runterfahren. Ja, da bin ich voll bei dir. Es gibt ja auch Autos, wo es runterfährt, so ist es nicht. Deswegen ja, bei vielen. Ja, dann A. Bei Jan Hof ist das ein bisschen wie bei Franz Beckenbauer. Wenn der was erklärt, stimmt das immer. Das Öffnen der Autofenster, egal ob per Hand oder elektrisch, lässt immer wieder eine Frage aufkommen. Warum fahren die hinteren Scheiben bei vielen Modellen nicht ganz herunter? Die hinteren Türen der meisten Pkw sind mit einer Einbuchtung für den Radkasten an der unteren linken oder rechten Seite versehen. Somit passen die Scheiben einfach nicht komplett in die Türen. Ja! Vielleicht sollten wir mal Fragentausch spielen. Verdammt. Also, es bleibt erstmal bei 0 Euro und jetzt aber. So, wir machen die graue Linie fertig, wir nehmen das Fragezeichen. Absolut. Zweijährige Pflanzen. A. Bilden erst im zweiten Jahr Blüten oder Samen aus. B. Blühen nur in den ersten zwei Jahren. Oder C. Müssen zum Überwintern komplett heruntergeschnitten werden. Verdammt! Jetzt bräuchte man einen grünen Daumen. So, also hast du den? Ja, ne? Naja, ich habe einen grünen Daumen, aber den benutze ich nicht. Also, gibt es Pflanzen, die nur in den ersten zwei Jahren blühen und dann nicht mehr? Es gibt so viele Pflanzen, ich könnte es mir vorstellen. Gut, schade. Bilden erst im zweiten Jahr Blüten oder Samen aus? Das kann ich mir vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Schön, jetzt können wir uns schon zwei Sachen vorstellen. Sehr gut. Müssen zum Überwintern komplett heruntergeschnitten werden? Was hat das Zweijährige mit dem... Weißt du, was ich glaube? Das ist eine super Frage fürs Publikum. Da ist, ja? Ist ein Gärtner im Publikum. Ein Gärtner, Gartenbesitzer. Wenn du jetzt dich bei einer Sache sagst, da bin ich mir relativ sicher... Okay. Ich würde vom Gefühl auf A gehen, aber ich habe keine Ahnung und ich würde mich selber nur ins Verderben raten und reden. Okay, dann gucken wir mal, ob wir jemanden mit wirklich grünem Daumen im Publikum haben. Ah. Bam! Ja. Dann. So, grüß dich, hallo. Hallo. Wie heißt du? Philipp. Philipp, hat zu dir schon mal jemand gesagt, du bist eine zweijährige Pflanze? Nein. Nein. Aber einen grünen Daumen, dass ich einen habe. Okay. Das heißt, hast du was mit Gartenbau zu tun? Ja, ich bin Landschaftsgärtner. Ah. Oh. Jetzt hast du aber selber mal hier die Latte ganz hochgelegt. Man kann auch ziemlich tief fallen, aber das macht sich keine Sorgen. Das läuft auf den Berufswechsel hinaus, wenn das falsch ist. Es gibt einjährige, zweijährige und mehrjährige Pflanzen. Mehrjährige sind halt Bäume und so weiter. Das andere ist halt krautig. Und zwar die zweijährigen, unter anderem Schnittlauch, ist halt im ersten Jahr ist das vegetative Wachstum, wo sozusagen Masse produziert wird. Und im zweiten Jahr kommt dann das generative Wachstum, also die Blütenbildung und die Verbreitung der Samen und so weiter. Also Antwort A. Also, schauen wir, ob du in dem Beruf bleibst oder eine Umschulung antreten wirst nach der Sendung. Wird man dann sehen, ja. Ja, dann gucken wir drauf. Einjährige Pflanzen wie Salat oder viele Sommerblumen werden im Frühjahr ausgesät, blühen, bilden Samen aus und sterben dann ab. Zweijährige Pflanzen brauchen einen Kälte- oder Trockenreiz, um zur Blüte zu kommen. Sie bilden im ersten Jahr zunächst nur Wurzeln und Blätter aus, um Nährstoffe zu speichern. Im nächsten Jahr bilden sie dann Blüten aus.
Die meisten zweijährigen Nutzpflanzen wie Karotten oder Sellerie werden allerdings nur einjährig angebaut, da nur die ausgebildete Rübe bzw. Knolle verwendet wird. Hast du nochmal Glück gehabt? Viel Spaß weiter in deinem wirklich super coolen Beruf. Richtige Antwort und damit die ersten 500 Euro für euch. Trick 17. Nehmen wir gerne. Womit kann das Schmücken des Weihnachtsbaums erleichtert werden? A. Fleischklopfer. B. Leere Klopapierrolle. Oder C. Geschenkpapier. Oder D. Eine Leiter. Jetzt. Was soll ein Fleischklopfer? Also das ist ja so ein Stab vorne mit Griff. Was soll der? Verstehe ich gerade nicht. Aber ich weiß auch nicht, leere Papiere. Da kann man natürlich das Lametta. Naja, Lametta ist ja nicht mehr so angesagt. Da kommen ja erstmal. Früher war mehr Lametta. Kerzen. Früher war mehr Lametta. Warte mal. Wie ist. Kannst du. Ich weiß aber noch nicht genau, was das für einen Sinn macht. Mit der leeren Klopapierrolle kannst du auf jeden Fall, was manchmal ein bisschen nervt, die Tannenzweige da reinstecken. Dann werden die Tannenzweige zusammengedrückt. Ja. Aber dann sind die zusammengedrückten Tannenzweige in der Klorolle. Deswegen weiß ich gerade nicht. Bei die. Oder wenn du die so rummachst, dann ist das an der einen Stelle nicht und da kannst du dann eher deine Kugel reinhängen. Ja, das Problem also, ist nur, du musst die ja verkehrt rum rein. Ne? Also die Zweige gehen ja nach vorne, die gehen ja nicht nach hinten. Ja. Und wenn du jetzt die Dann bricht das ab. Da musst du dich immer einfriemeln. Ah. Geschenkpapier. Na gut, mit Geschenkpapier. Aber das andere macht gar keinen Sinn. Komm. Ich würde gerne zocken. Du willst zocken? Und auf Klopapierrolle setzen? B. Wir gehen mit. Also eins können wir festhalten, so ein Fleischklopfer kann in bestimmten Situationen an Weihnachten helfen. Aber ja. Ob es auch beim Schmücken des Baums ist. An Weihnachten wird der Baumschmuck oft mit Bändchen befestigt, was eine ganz schöne Fummelei bedeutet, da sie immer wieder an den Nadeln hängen bleiben. Hier hilft eine leere Klopapierrolle. Darüber schiebt man einfach das Bändchen des Deko-Elements und zieht das Ganze über den Ast bis an die gewünschte Stelle. Dann den Faden festhalten und die Rolle wieder vom Ast abziehen. So landet der Schmuck schnell und unkompliziert an der gewünschten Stelle. Gezockt und richtig gezockt. Ich hatte übrigens extra meinen privaten Weihnachtsbaumschmuck für den Dreh zur Verfügung gestellt. Wenn du möchtest das haben, wenn du das haben möchtest, nehmen wir das. Aber das gibt Ärger, sag ich dir jetzt. Das sagst du. Ich sag das nicht. Du sagst die Kategorie. Ich sag das nicht. Ich sag das. Ich sag's jetzt. Ja, sag's. Essen und trinken. Ich war's nicht. Riecht ein Wein nach Kokosnuss oder Schokolade? Gibt das Aufschluss darüber, ob er A. älter oder jünger als 10 Jahre ist? B. künstliche Zusatzstoffe enthält oder ein Biowein ist oder C. in einem französischen oder in einem amerikanischen Holzfass reifte. Gut, viel Spaß. Ich bin froh, dass ich das nicht habe. Oh man. Bei mir ist ja immer so, ich probiere einen Wein und mir schmeckt er eigentlich immer. Und dann sagen die anderen, der schmeckt nach Kork. Da hat aber der Kellner bereits einen ganzen Tisch den Wein ausgeschenkt. Also insofern, das ist das ist schwierig. Also, da ist die Idee dahinter, dass ich rieche an einem Wein. Wenn das ist ja schon mal wichtig. So, genau. So. Wenn er so einen Kokosnuss, also einen nussigen Kokosnussgeruch, weil die ja keine Nuss ist, aber egal, einen kokosnussigen Geruch hat, dann ist sie, bei A wäre sie zum Beispiel, da ist er jünger als 10 Jahre, später kriegt er so einen schokoladigen. Ja. Ich glaube nicht, dass das am Alter hängt. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Aber an den künstlichen Zusatzstoffen? Schmeckst du die so stark raus? Dann wäre es ja ganz einfach. Dann würdest du ja sagen, okay, Kokosnuss trinke ich nicht. Glaube ich auch nicht. Das kann ja ein Zusatzstoff sein, der nichts mit Schokolade oder Kokosnuss zu tun hat. Ich kann mir eher vorstellen, dass das mit dem Fass zusammenhängt. Also zumindest beim Whisky ist das Fass entscheidend. Ja, beim Wein ist das Fass auch total entscheidend. Ja, eben drum. Also, aber ob das jetzt deswegen Kokosnuss oder Schokolade? Ja, vielleicht sind die französischen Weine eher in Holzfässern der französischen
Kokosnuss. Die da so wachsen. Ja. So, und die Holzfässer der Amerikaner sind eher der dort wachsenden Holzarten entnommen. So, und jetzt... Schokoladenbaum. Genau, und jetzt gehen die hin, der Schokoladenbaum, genau. Und das macht sich dann bemerkbar in so einem Aroma, also in einem Duftaroma. Nehmen wir die Fasstheorie. C. Schön. Hm. Weil ich hätte A auch für möglich gehalten, weil ich schmecke heute auch ein bisschen mehr nach Schokolade als früher. Mit folgendem Profi-Wissen können auch Hobbygenießer mächtig Eindruck schinden. Holzfässer verändern während der Lagerung nicht nur den Geschmack des Weins, auch der Geruch wird beeinflusst. So ist leicht schokoladiger Duft ein sicherer Indikator für die Lagerung in französischen Fässern, die aus dem Holz der Traubeneiche produziert werden. Kokosgeruch hingegen deutet auf amerikanische Fässer aus Weißeichenholz hin. Grund dafür sind unter anderem Unterschiede in der Dichte und den Gerbstoffen der Hölzer. Und noch ein Hinweis für euch. Ja, 1.000 Euro, da darf ich mich schon mal freuen. Und wenn ihr noch mal irgendwo richtig glänzen wollt, umso intensiver der Geruch, umso jünger das Fass. Ah, weil natürlich noch viel im Fass drin ist. Ja. Ja. Man nennt das auch im Barrique ausgebaut. Oh, der feine Herr Hofer. Ja, der macht ja. Der schön, dass Sie da sind. Ja. Ja. Schön, dass wir wieder Fragen beantworten, die hatten. Genau. So, aber vielleicht. Wir gehen in die Heimat. Ja, vielleicht klappt es ja damit. Wir haben doch schon einmal richtig. Was soll das denn? Welche Besonderheit? Oh. Welche Besonderheit finden Fußballfans in der Kirche St. Josef in Gelsenkirchen-Schalke vor? Das ist ja lustig. A. Beichtstunde im Anschluss an große Fußballspiele. B. Schalke-Hymne auf der ersten Seite des Gesangsbuchs. Oder C. Fenstermosaik des heiligen Aloysius mit einem blau-weißen Fußball. Guck mal, Elton, das ist sogar eine Fußballfrage im Heimatgewand. Die ich weiß. Echt? Ja. Eine Beichtstunde im Anschluss an großen Fußballspiele. Was verstehe ich nicht? Geht da einer hin und ich möchte beichten, ich war doch für Dortmund, ja, oder was? Verstehe ich nicht. Also A schließe ich mal aus. So, die Schalke-Hymne auf der ersten Seite des Gesangbuchs. Das müsste bedeuten, dass die einer reingeklebt oder es müsste eine Sonderedition sein. Oder? Das wird wahrscheinlich eine, zumindest ein Sonderdruck. 30 oder 50 Stück neu gedruckt worden. So. Das ist tatsächlich vielleicht der blau-weiße Fußball. Also warum? Also ich habe keine Ahnung. Das ist das Einzige, was so ein bisschen Sinn macht. Mal ganz im Ernst. Es ist eine Besonderheit, dass die Schalke-Hymne im Gesang. Aber ist das nicht viel, viel besonderer, wenn in dem Fenstermosaik, in so einem schönen, da so ein blau-weißer Fußball drin ist, das ist auch viel besonderer, als was du mal eben so in der Buch ja, oder der hält ihn so hoch. Irgendwie. Und so, was machen wir denn? Gehen, wir anstelle einer Monstranz. Oha. C. Der Elton ist heute in Zockerlaune. Ja. C. Na denn, Glück auf, mein Freund. Fans des FC Schalke 04 wird in der St. Josef-Kirche im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke etwas ganz Besonderes geboten. Mit einem bunten Fenstermosaik wird dort seit den 1950er Jahren dem heiligen Aloysius, dem Schutzpatron der Jugend, gedacht. Ganz klassisch mit Heiligenschein, Umhang, Schwert, Fußballstutzen und Schuhen und einem Fußball in den Vereinsfarben Blau-Weiß. Die Darstellung symbolisiert die enge Verbundenheit der Gemeindejugend mit der Schalker Fußballtradition. Ja, aber auch gut gezockt ist gut gespielt. 1.000 Euro sind's für euch. Sehr gut. Nächste Kategorie. So, jetzt. Jetzt langsam jetzt spannend. Langsam eng hier. Ja, es wird eng. Es sind oder Großbritannien? Nur noch 6 Kategorien. Großbritannien. Ah. Wir waren mit USA so gut, dass wir jetzt Großbritannien nehmen. Welche Auswirkungen hatte der heiße Sommer 2018 in Wales? Oh. A.
keltische und römische Bauten wurden wieder sichtbar. B. An Sonntagen durften keine Autos fahren. Oder C. Die Rugby-Saison fiel aus. Was? Ich würde sagen A. Du würdest sagen A? Mhm. Warum? Ich weiß nicht mehr, ob es in Wales war, aber es ist tatsächlich, es sind tatsächlich Bauten wieder sichtbar geworden, weil es einfach super trocken war, weil Flüsse ausgetrocknet sind. Und ich weiß nicht, ob in Wales, es gab auf jeden Fall verschiedene Orte auf der Welt, wo es in der Tat so war und wo wir deswegen in diesem Sommer etwas ganz Besonderes erlebt haben. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es in Wales war. Also deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass keltische und römische Bauten tatsächlich sichtbar wurden. Warum sollten am Sonntag keine Autos fahren? Die Rugby-Saison fiel aus, weil zu heiß? Haben zu sehr geschwitzt auf dem Platz, oder? Ich weiß es nicht. Aber du denkst A. Ich würde jetzt... Ja, dann wir nehmen A. Wenn ich wählen könnte, was würdest du denn nehmen? B, aber wir haben jetzt A genommen. Nein, nein, ich würde auch A nehmen. Also ja, wenn man sowas im Kopf also bei Niedrigwasser ist der Rhein, da haben wir auch mal... Im Sommer 2018 kam es im sonst eher regenreichen Wales zu einer ungewöhnlichen Trockenheitsperiode. Und die sorgte für eine Überraschung. An Stellen, wo einst Gräben und Palisaden standen, ist die obere Bodenschicht dick und speichert viel Wasser. Die Vegetation ist dort besonders grün. Über alten Wällen und Grundmauern dagegen liegt nur wenig Erde. In Dürreperioden schlägt dort der Wassermangel am härtesten zu und der Bewuchs wird gelb. So wurden 2018 uralte Festungen und Landgüter sichtbar, die unter normalen Bedingungen verdeckt von Feldern und Wiesen sind. Dabei kamen neben den Formen bekannter keltischer und römischer Siedlungen auch bisher unbekannte Höfe und Kastelle ans Licht. Unglaublich! Also das wie das, sehr gut. So, ihr steht bei 1.500 Euro. Dürft euch hier keine Schwächen erlauben. Ja, aber Tiere ist auch nicht mein Tier. Flüsse? Oh, Geografie? Nein, nicht bei mir. Wenn du meinst... Nein. Um Gottes Willen. Physik des Alltags. Seifenschaum entsteht, weil die Moleküle A. zwei unterschiedlich reagierende Enden besitzen, B. aus einem einzigen chemischen Element bestehen oder C. sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. Ach, sagen wir mal so, ich bin froh, dass Bernhard die Frage hat, weil der hätte das wahrscheinlich zumindest herleiten können. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. Jetzt kann man sich erstmal fragen, wie entsteht Schaum überhaupt, auch am Meer zum Beispiel. Da gibt es ja auch Schaum. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir das auch bei C vorstellen. Aus einem einzigen chemischen Element, warum sollte da Schaum entstehen, oder? Ja. Aber mit den unterschiedlichen, damit unterschiedliche kann ich überhaupt nichts anfangen. Enten besitzen. Ja, wahrscheinlich positiv, negativ. Ja, also wir fragen das Publikum, ich habe keine Ahnung, vielleicht weiß das einer. Ich weiß nicht warum, ich bin ein bisschen bei C, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Physiker, irgendwas hier, was gelesen, selber was erklären. Ich meine, es gibt ich sag mal so, ich glaube, man muss nicht Physiker sein, um das beantworten zu können. Wie entsteht überhaupt Schaum? Ich glaube, es ist C. So. Was steht auf deinem T-Shirt? Ich brauche keine Therapie, ich muss nur nach Pellworm. Ja, grüß dich. Pellworm. Wie heißt du? Sehr schön. Ich heiße Frank und komme aus Neumünster. Mhm. Oh, sozusagen Nachbar von Elton? Ja, genau. Ja, also ich weiß es auch nicht genau, aber dadurch, dass der Schaum ja durchs Aufschlagen entsteht, bin ich der Meinung, es kann eigentlich eine C sein und bin damit bei Elton. Okay. Neumünster Power! Seifenschaum ist eine Anhäufung von Seifenblasen. Die Haut einer einzelnen Blase besteht aus drei Schichten. Innen und außen die Seife, also das Tensid, dazwischen das Wasser. Die Tenside bestehen aus zwei unterschiedlichen Seiten, einer wasserliebenden und einer wasserabweisenden. Sie bewirken, dass sich die Tensidmoleküle mit der wasserabweisenden Seite zur Luft und mit der wasserliebenden Seite zum Wasserfilm ausrichten. Es entstehen Kugeln als Form mit der kleinsten möglichen Oberfläche. Kommen sich diese Blasen besonders nahe, entstehen gemeinsame Kontaktflächen. Sie bilden Schaum. Es ist Antwort A. Ah.
Schade. Frank, trotzdem, danke für den Mut, danke für die Unterstützung. Keine Ahnung. Ihr seht euch bestimmt bald mal wieder beim Griechen, Frank. Ja? Der Grieche ist so, es bleibt, bitte? Der Grieche ist ein großen Aspe. Ach, der ist ein großen Aspe, okay. Also, es bleibt bei 1.000 Euro und ihr könntet euch ein Stück absetzen. Du wolltest Medizin, ne? Ich wollte Medizin? Ja, dein Körper hat mit Medizin zu tun. Ah. Also im weitesten Sinne. Puh. Medizin, Biologie, wir nehmen unser Körper an. Nehmen wir. Laut der Deutschen Gesellschaft... Was ist denn daran lustig an meinem Körper? So. Laut der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin sollten Menschen mit Migräne A. koffeinhaltige Getränke meiden, B. regelmäßig Kohlenhydrate zu sich nehmen oder C. statt zu frischem Obst lieber zu Obstkonserven greifen. Also, Heididei. Migräne ist eine Geisel für die Menschheit, das kann man mal festhalten. Und sie, also Migräne hat man im Kopf. Und koffeinhaltige Getränke, also Koffein, dockt ja auch am Kopf an. Also nicht am Kopf, sondern also innen drin. Also geht ins Gehirn. Es erhöht den Blutdruck, Koffein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird man wacher davon. Es macht wach. Vielleicht, weil es den Blutdruck erhöht oder den Puls erhöht. Egal, auf jeden Fall. Meinst du, ist das auch ein Problem für Migräne, wenn der Druck im Kopf steigen würde? Weil der Blutdruck steigt und damit die Wassermenge oder überhaupt der Druck im Kopf steigt. Also die Gefäße. Was mit dem Obst? Also C wäre auf jeden Fall, ach interessant, wusste ich noch nicht. Ja. Weil vielleicht Konservierungsstoffe dazu führen, dass die Migräne sich verstärkt. Aber das, also kann sein, ich halte aber A für einfach, also rein. Ich würde auch, lass uns A machen. Wir nehmen A. Ja, wir versuchen mal A. Wir nehmen A. Ja. Kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, ob man Grundmigräne oder Endmigräne hat. Ja, genau. Etwa 10% der Deutschen haben mit Migräne zu kämpfen. Betroffene, die oft von Kopfschmerzen geplagt werden, sollten auf ihre Ernährung achten. Da das Gehirn von Migränepatienten sehr schnell und intensiv Informationen verarbeitet, hat es einen erhöhten Energiebedarf. Um diesen auszugleichen, werden vor allem Kohlenhydrate benötigt. Migränegeplagte sollten daher regelmäßig Kohlenhydrate zu sich nehmen und ballaststoffreiche Nahrung wie frisches Obst und Gemüse verzehren. So können sie ihr allgemeines Wohlbefinden steigern. Ja, da haben wir überhaupt nicht drüber geredet. Wichtiger Tipp. Wichtiger Tipp. Wichtig zu wissen, aber in eurem Falle die falsche Antwort. Es bleibt bei 1.500 Euro. Jetzt könnt ihr noch mal ausgleichen. Ja. Ihr entscheidet euch doch für Flüsse. Ja. Während des gesamten Verlaufs des Amazonas A. gibt es mehr als 250 Stauseen, B. ist er nie tiefer als 5 Meter oder C. wird er von keiner einzigen Brücke überspannt. Das ist ja geil. Das kann nicht. Was denkst du? Das glaube ich auch nicht. Das könnte stimmen. Keine einzige Brücke. Das ist ein riesengroßer. Also während des gesamten Verlaufs? Ja. Also von der Mündung an. Während des gesamten Verlaufs. Wie soll der da überspannt werden? Irre Vibes. Gibt es keine Brücke? Also ich wüsste nicht, wo eine ist. Dass er nie tiefer als 5 Meter ist, kann auch sein. Durchaus. Das ist aber auch sehr nah, ne? Ja, aber. Und es gibt mehr als. Also ich würde A auf irgendwie ausschließen. Es gibt mehr als 250 Stauseen, obwohl der fließt, glaube ich, relativ zügig und sehr schnell. Aber von dem Verlauf gibt es keine einzige Brücke. Du kommst nicht darüber. Das kann doch nicht sein, dass du dann nicht rüberkommst. Ja, die fahren mit dem Schiff darüber oder mit Booten oder was auch immer. Fähre, mit einer Fähre. Oder Fähre, ja, klar. Das mit den 5 Meter kann sein, nein, weiß ich nicht, aber das würde ich mal in dem C. Mit allem einverstanden. Am Ufer des Amazonas verlaufen nur wenige Straßen oder Zugstrecken, die zusätzlich auch in der Regenzeit meist unpassierbar werden. Der schlechte Untergrund und die riesigen Überschwemmungen machen den Straßenbau extrem aufwendig und teuer, weswegen ein Großteil der Strecken im Amazonasgebiet mit dem Schiff oder dem Flugzeug zurückgelegt wird. Während seines gesamten Verlaufs wird der Amazonas daher von keiner einzigen Brücke überspannt. Applaus.
Ausgleich. So. Moment, tierisch, tierisch. Natürlich. Tierisch, tierisch. Wenn du das möchtest, gerne. Hast du in letzter Zeit keine Zahlen mehr? Ich wollte es ja nehmen. Er wollte nicht. Bevor Fleckenstinktiere als letzte Verteidigungsmaßnahme ihr streng riechendes Sekret versprühen, versuchen sie A. auf Augenhöhe mit dem Angreifer zu klettern, B. Angreifer mit einem Handstand zu vertreiben oder C. den Angreifer mit Miaulauten zu verscheuchen. Ich sag dir eins, wenn ich gleich Zahlen bitte sofort weiß, dann kriegst du richtig. Das klären wir später. Jetzt konzentriere dich erstmal ganz kurz da drauf, bitte. Okay, Fleckenstinktier, das ist doch dein absolutes... Das ist mein Fleckenpferd. Das ist mein Fleckenpferd, richtig. So. Guck mal hier, pass auf, wir können das ja mal ganz einfach... Christian, komm mal hier vor. Guck mal, du stehst mal hier, also dass wir das mal ein bisschen versinnbildlichen können. Stell dich mal hier hoch. Ja. So, Bernhard, du kommst mal hierher. Ja. Und du bist jetzt der Angreifer und du bist das Fleckenstinktier. So. So, ich komme an. Du kommst ran, das erste ist auf Augenhöhe klettern. Das heißt, ich mache den hier. Ja. Da habe ich schon Angst. Hast du Angst? Ja. Okay. Das zweite wäre, mal kurz gucken, was das zweite. Ich habe Sorge, wenn ich das zweite mache. Mit Handstand zu vertreiben. Ja, ich habe Angst, dass ich dann das dritte nicht mehr machen kann. Also beim zweiten hätte ich keine Angst. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen Angst, dass du dein streng riechendes Sekret versprühst. Das sollten wir unbedingt verhindern. Ja. Okay, also, pass auf. Mit einem Handstand zu vertreiben. Aha. Ja, das ist gut. Oh. Ich bin eher selber gegangen, ne? Ui. Und was war das Den Angreifer mit Miaulauten verscheucht. Miau. Und jetzt das Sekret. Ja. Vielleicht als letztes dann. Ja. Also, am Ende der Sendung. Oh Mann. Also ich könnte mir diese Augenhöhe vorstellen. Also was ich weiß von Stinktieren ist... Dass sie nicht miauen. Nee, dass sie erst ihren Schwanz hochheben. Um Gefahr zu äußern. Okay. Und deshalb kann ich mir den Handstand vorstellen, weil sie sind dann größer, der Schwanz ist noch höher und wenn sie ihr Sekret versprühen, kommen sie weiter. Ah. Du hast es schon, du kannst ja eben stehen und... Klingt gut, nehmen wir. B. B. Klingt gut. Ja? Ich hab nur mal, sind das nicht die Pandas, die im Stehen pieseln, um die Bäume... Daher kommt die Idee. Also deshalb die Idee, dass man dadurch seine... Verstehe. Es gibt auch Hunde, die sich auf die Vorderfüße stellen. Ja? Aber nur im Zirkus, glaube ich. Ich habe auch schon mal Leute im Klo gesehen, die das machen. Das war ganz... Weil Stinktiere zu langsam sind, um wegzulaufen, versprühen sie ein streng riechendes Sekret, das man kilometerweit noch wahrnimmt. Die in Nord- und Mittelamerika lebenden Fleckenstinktiere, auch Fleckenskunks genannt, zielen dabei ganz gezielt auf das Gesicht des Angreifers. Allerdings erst als letzte Maßnahme. Vorher nämlich stampfen sie mit ihren Vorderbeinen auf oder machen sogar einen Handstand. So schüchtern sie ihren Gegner ein und müssen dann gar nicht erst ihr stinkiges Wehrsekret einsetzen. Richtige Antwort! Ja! 2000 Euro! So, jetzt nochmal volle Konzentration. Ja. Ganz wichtige letzte Frage, damit könnt ihr ausgleichen. Aus der Kategorie Zahlen bitte. Bei 131.184 von 255.168 A. Pilzarten handelt es sich um Giftpilze. B. Untersuchten Liebesliedern besingt eine Frau ihren Traummann. Oder C. Möglichen Varianten siegt bei 3 gewinnt der Spieler, der beginnt. Also, ich würde mal 255.000 Liebeslieder. Kennst du die alle? Nee, die haben halt 255.168 Liebeslieder untersucht. Das sind nicht alle, aber von 255.168 untersuchten Liebesliedern singt eine Frau ihren Traummann. Das würde ich mal. Bei möglichen... Das ist eine komische Zahl auch. Warum nimmt man da nicht 200.000 Liebeslieder unter? Ja. Also B schließe ich aus. Das kann man mathematisch, glaube ich, hier möglich siegt der Beginn. Also 3 gewinnt ist die Kurzform von 4 gewinnt, oder was? ist es dieses Tic-Tac-Toe, oder was ist 3 gewinnt? Was ist denn 3 gewinnt? Du fängst dann da an und dann musst du 3 in der Reihe. Das ist das Tic-Tac-Toe. Ja, ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass aufgrund der... Ja, aber
der Wahrscheinlichkeit das hinkommen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. So, wer von uns übernimmt eine Verantwortung und gibt eine Antwort? Für was bist du? Du bist für A. Für was bist du? Weil das andere begreife ich nicht, ehrlich gesagt. Ich begreife C auch nicht, aber ich finde, das sind zu wenig Gift. Dann Entscheidung. Darf ich C riskieren? Klar. Weil ich kann es mir nicht erklären, aber das ja. Ich halt, ja. Ich nehme C. C. Und jetzt mein Tipp für die ganzen weiteren Sendungen. Es ist nie verkehrt, wenn man sich die Frage noch mal im Zusammenhang mit der ausgewählten Kategorie durch den Kopf gehen lässt. Bezahlen. Drei gewinnt oder auch Tic-Tac-Toe ist ein einfaches Strategiespiel für zwei Personen, dessen Geschichte sich bis ins 12. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen lässt. Für drei gewinnt gibt es 255.168 verschiedene Spielverläufe, von denen 46.080 mit einem Unentschieden, 77.904 mit einem Sieg des zweiten Spielers und 131.184 mit einem Sieg des ersten Spielers enden. Es war erstmal richtig. Und es war ja nicht die Kategorie Natur und es war auch nicht die Kategorie Musik. Es war die Kategorie Zahlen, bitte, die meist irgendwas mit Mathematik zu tun hat. Okay. Danke für diesen Tipp. Den werde ich in Zukunft In den nächsten Wochen noch oft an diesen Moment zurückdenken. Hoffe ich. So, wir haben folgenden Zwischenstand. Bernhard und Christian Sievers haben 2.000 Euro erspielt. Elton und Jan Hofer haben auch 2.000 Euro auf dem Konto. Und damit ist es wieder soweit. Wir kommen zur heutigen Masterfrage. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Finanzen. Hey Elton, du hast Jan Hofer an deiner Seite. Was soll das heißen? Auf jeden Fall tippt er. Okay. Ja, mach mal. Muss ich nicht nachdenken, ist mir auch egal. So, meine Damen und Herren, beide Teams haben ihren Betrag gesetzt. Ja. Hier kommt die heutige Masterfrage. In welchem Nicht-EU-Land dürfen Euro-Münzen mit eigener Rückseite geprägt werden? A. San Marino, B. Montenegro oder C. Kosovo. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. So, beide Teams haben eine Antwort eingetippt. Oh, jetzt hat es gerade wieder angefangen mit den neuen Folgen. Wer weiß denn sowas? Morgen schon wieder Feiertag. Morgens Tag der Deutschen Einheit. Da können wir ausschlafen, aber es gibt dann morgen Abend kein Wer weiß denn sowas. Aber am Donnerstag sind wir wieder da. Dann kommen Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger zu uns. Wird bestimmt lustig. So, wir schauen mal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Christian haben 2.000 Euro erspielt und haben gesetzt. Ja. Alles! Elton und Jan Hofer haben 2.000 Euro erspielt und gesetzt. Auch alles! Moment, um da ein bisschen die Euphoriebremse reinzuhauen. Erst mal gucken, auf was sie getippt haben. Ja? Bernhard und Christian haben getippt auf Antwort A. Elton und Jan haben getippt auf Antwort A. Oh. Das heißt, alles oder nichts. Wenn A richtig ist, gehen wir ins Stechen. Ist A falsch, ist alles futsch. Da müssen Sie jetzt noch einen kleinen Moment zittern mit unseren beiden Teams und unseren Gästen hier im Studio. Wir sind gleich zurück, bleiben Sie dran.
zweite Nachrichten gegen die Tagesschau heute bei uns. Christian Sievers ist zu Gast, spielt mit Bernhard Hoecker. Die beiden haben 2000 Euro erspielt und alles gesetzt. Auf der anderen Seite Jan Hofer mit Elton, ebenfalls 2000 Euro erspielt und auch alles gesetzt. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. In welchem Nicht-EU-Land dürfen Euro-Münzen mit eigener Rückseite geprägt werden? A. San Marino, B. Montenegro oder C. Kosovo? Beide Teams haben auf Antwort A. San Marino gesetzt. Das heißt, liegen beide richtig, gehen wir ins Stechen. Sind beide Antworten falsch, ist die ganze Kohle futsch. Oh. Na. Es sind genau vier. Genau vier Staaten außerhalb der Eurozone haben das Recht, Euromünzen mit eigener Rückseite zu prägen. A wie Andorra, M wie Monaco, V wie Vatikanstadt und das vierte Land ist San Marino. Damit haben beide Teams 4000 Euro auf dem Konto. Und eines steht schon mal fest. Oh, eines steht schon mal fest. Ein Team wird 4000 Euro heute Abend gewinnen. Aber welches Team wird es sein? Das klären wir jetzt in unserer Schätzfrage. Die alles entscheidende Schätzfrage. Wie viele Episoden der Krimiserie Derrick gibt es? Ihr habt 20 Sekunden, eure Antwort einzutippen. Ab jetzt! So, beide Teams haben ihre Antwort eingetippt. Ich reagiert leider am Ende, das war ein bisschen... Christian, das müsstest du ja schon eigentlich von Sender wegen wissen. Ja, ja, weil ich sämtliche Archivstücke von Derrick mir einmal angeguckt habe. Ich dachte, das gehört zu den ZDF-Einstellungskriterien, absolut, dass man die einzelnen Folgenzahlen der... Ich habe nur die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf gehabt. Okay, Bernhard und Christian haben getippt auf 500 Folgen. Elton und Jan haben getippt auf 253 Folgen. Ah, jetzt ist es natürlich. Das waren aber viel, es waren viel. Ja, aber wenn das jetzt. Wo habe ich mich nicht getraut? Zwischen Oktober 74 und Oktober 98 gab es die Erstausstrahlung. Oh Gott. Ist schon 74 bis 98. Das und ich sag die Zahl, die richtige Zahl mal von hinten. Ganz hinten steht eine 1. Dann kommt eine 8 und dann kommt eine... Noch eine 8 oder so. Das ist... Und dann kommt eine 2. 281 Folgen lang. Und damit gewinnen Elton und Jan Hofer. 4000 Euro. Jan. Glückwunsch! Danke! Ja. Hast du überhaupt schon mal eine Schätzfrage gewonnen? Sehr selten. Sehr selten. Also doch, ein gutes Omen, dass das jetzt gleich zu Beginn der neuen Folgen passiert. Also, 4000 Euro für euch und das sind für jeden von euch 64,52 Euro. Na, das hat sich doch gelohnt. Also, herzlichen Dank, Christian, auch an dich. Alles Gute, Bernhard, vielen Dank. Wie gesagt, morgen Feiertag, da sehen wir uns nicht. Aber am Donnerstag sind wir dann wieder zurück mit Bettina Zimmermann, Karl Wiesinger. Wenn Sie uns morgen vermissen, schauen Sie mal auf unser Instagram-Profil oder auf unserer Facebook-Seite vorbei. Oder spielen Sie einfach in der ARD Quiz-App. Herzlichen Glückwunsch auch unseren drei App-Mitspielern, die heute gewonnen haben. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, pünktlich um 18 Uhr. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.